bin nicht mal so schlecht. Ich bin der Zweite. Nicht schlecht. So. Mal schauen, ob ich der Erste kann. So, hallöchen und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Dienstagsvideo oder einfach Special-Video. Wir sind jetzt hier auf dem Mindplex-Server. Der Pi werde ich vielleicht in die Beschreibung tun. Bei einem Minigame namens Dragon Escape. Fuck you. Hey. Und zwar geht es eigentlich darum, man escaped, also man flüchtet vom Dragon. Und das ist eigentlich das Prinzip vom Spiel. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also nicht wirklich sehr viel. Ansonsten, was kann ich sonst sagen dazu? Ich werde jetzt vielleicht einfach so 5 Minuten lang das Spiel spielen. Und werde einfach, wenn ich sterbe, also wie gerade vorhin, werde ich einfach mal das Ganze, warte mal, wisst ihr was, ich setze mal einfach die Render Distance viel kürzer, damit es gar nicht laggt, weil hier braucht man wirklich keine Render Distance, man braucht hier eigentlich, es laggt nun mal ein bisschen mehr hier wegen dem Dragon und alles, wegen diesen vielen Entities, laggt hier einfach mal und... Ja, das wird jetzt weiterhin nicht so sein. Ist einfach hier, dass es laggt und das ist ein bisschen blöd, vor allem wenn man springen muss. Genau, ansonsten würde ich sagen, wenn alle tot sind, beziehungsweise nur noch einer lebt, dann ist das Spiel eigentlich vorbei. Und der am weitesten gekommen ist, der gewinnt. Und so ist eigentlich das Spiel aufgebaut. Ich bin ziemlich schlecht gewesen. Naja, eigentlich nicht mal so schlecht, dachte. Dafür, dass ich ziemlich am Anfang gestorben bin. Na siehst du, der hat's geschafft. Wow. Das habe ich noch nie gesehen, dass jemand das geschafft hat. Aber gut, sehr gut gemacht. So. Douglas the Dragon muss jetzt nicht unbedingt sein, aber naja, ist jetzt nicht der beste Name für einen Drache. Ich meine, Drachen haben sich ja auch Gefühle. Das tut mir leid. Naja, ansonsten würde ich sagen, ich mache einfach weiter mit der Aufnahme, sobald ich fertig bin. Beziehungsweise sobald es eigentlich weitergeht und werde jetzt ein paar Runden da spielen. Ich wollte es eigentlich einfach zeigen, weil es ist eigentlich ein ziemlich cooles Prinzip. Und naja, ansonsten sehen wir uns gleich wieder, sobald es anfängt. Bis gleich. So. Und wir sind wieder zurück mit Douglas the Dragon auf einer anderen Map. Und es geht weiter. So. Oh fuck, warte mal. Genau, wir spielen hier einfach mal weiter. Und was ich ziemlich nervig finde, ist, wenn man die Spieler die ganze Zeit vor der Nase hat. Das finde ich ein bisschen, das nervt ein bisschen. Man hätte es eigentlich machen können, dass man die Spieler nur transparent sieht. Das hat man ja eigentlich ziemlich oft, auch bei anderen Servern. Das hätte man eigentlich so machen können. Scheiße, wie schlecht bin ich jetzt? Eigentlich bin ich nie so schlecht. Naja, auf jeden Fall, man hätte es eigentlich auch so machen können. Und das finde ich ein bisschen seltsam, dass man das jetzt nicht so gemacht hat. Vor allem, wenn man jetzt tot ist, dann kann man von mir aus wieder alle Spieler normal sehen. Aber während man eigentlich springt, dann brauche ich die Spieler nicht. Das kackt mich dann nur an, weil die stehen mir immer vor der ganzen Fresse hier. So, und ansonsten sind wir jetzt gleich wieder bei der nächsten Rundelein. So, ich bin wieder hier. Und wieder in der Nether Map. Ich glaube, ich werde diese Runde ich werde nur noch diese Runde machen. Mal schauen, weil, naja, ich glaube, ihr habt's verstanden, wie das Ganze funktioniert. Mal schauen, ich werde vielleicht noch mehr Minigames zeigen, wenn ihr wollt. Und eigentlich wirklich, ich bin nicht so schlecht normalerweise diesen Minigame, aber das ist wahrscheinlich der Vorführeffekt. So. Oh mein Gott. Und jetzt funktioniert es sogar besser als sonst immer, wenn ich es nicht spiele. So. Also wenn ich es nicht aufnehme, genau. So.
Höpp. Genau. So. Und das kann man mit der Axt machen, wenn man Rechtsklick macht. Ich finde es irgendwie immer so witzig, wenn ich Rechtsklick sage. Eigentlich ist es bei mir nämlich Linksklick. Ich habe es eigentlich eben umgestellt, sozusagen. Dass bei mir Linksklick ist, nicht Rechtsklick. Und naja, das ist eigentlich ziemlich witzig. Und ich glaube, ich habe jetzt irgendwie in mein Mikrofon gepustet. Und das ist ziemlich blöd. Oh nee. Nee, das greift mich jetzt an. Bitte. Warte. Warte, bitte. Okay. Jetzt können wir weiterspringen. Ihr wisst ja, wenn man brennt, dann ist es immer nicht so cool. Wenn man dann springen ist. So. Hab. Und. Ich bin nicht mal so schlecht. Ich bin der Zweite. Nicht schlecht. So. Mal schauen, ob ich der Erste werden kann. Hab. Okay, nee. Ah doch, ich war der Erste. Cool. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Das ist ja richtig cool. Okay, wir haben es doch geschafft. Und, naja. Das war eigentlich das ganze Spielprinzip. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten, war es das. Ich zeige noch hier die ganze Community, die hier rumspringt. Also die ganze Gruppe hier. Masse von irgendwelchen Spastis. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann spielt doch selbst das Spiel und lasst doch bitte eine Bewertung da. Das wäre sicher sehr, sehr, sehr nett von euch. Und ansonsten würde ich sagen, ich spiele noch kurz eine Runde drauf und dann gehe ich auch wieder vom Server. Ansonsten, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann irgendwo auf dem Server. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne auf Skype adden. Ich werde dann vielleicht mal irgendwo meine Skype-Ad. ID und meine Steam-ID reinstecken, irgendwo in meiner Kanalbeschreibung wahrscheinlich. Naja, ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch eine Bewertung an. Ansonsten würde ich sagen, genau das habe ich schon 20.000 Mal gesagt. Und ich sag's nochmals, ansonsten würde ich sagen, damit wär's dann gewesen und bis dann. Tschüss, Leute.